Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Und es gibt dann auch gleich ein paar Folien. Muss ich nur noch kurz umschalten. Aber Tim, vielleicht magst du dich zum Einstieg ganz kurz vorstellen, Ja. unseren Zuschauern. Dann kann ich dabei die Technik schnell noch starten, dass wir auch Folien zeigen können. Ja, klar. Ja, also mein Name ist Tim Kantereit. Moin, ich bin Lehrer in Bremen. Also Lehrer ist nicht mehr ganz richtig. Ich mache zwar noch 6 Stunden, aber ich bin eigentlich in der Ausbildung jetzt tätig von Lehrern und bilde Lehrer seit 3 Jahren aus. Vorher habe ich in der Fortbildung gearbeitet, 7 Jahre lang. Und ja, ich habe mich eigentlich seit 2010 eigentlich schon mal für die Digitalisierung so ein bisschen eingesetzt und stark gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass ja die letzten 9 Jahre quasi so mit einem Schlag plötzlich gekommen sind, mit Einsätzen von Corona. So, das war ja wie so ein Schalter, der umgelegt wurde, und plötzlich war es irgendwie da und jeder musste da rein. Und ich habe vorher schon immer gesagt, Leute, wir müssen irgendwie was tun und so weiter. Naja, aber viel geredet, viel gekämpft, viel geschwitzt, mit Eltern Diskussionen geführt, mit Schülern, mit Lehrern. Ja, so ist das eben. Ja, aber da hast Genau. du dich einen großen Erfahrungsschatz auch angesammelt, wenn man so schaut, was du alles getan hast und tust. Da bist du ja schon wirklich ganz massiv unterwegs. Aber vielleicht mal am Anfang, der Blick, der vielleicht auch alle interessiert, du kommst ja aus dem hohen Norden und viele unserer Zuschauer sind immer eher so aus den südlichen Gefilden. Wir sind zwar gut verteilt, aber eine Stammhörerschaft ist sozusagen südlich. Wie läuft es denn in Bremen gerade bei euch? Schule, in der Schule konkret? Ja, wir haben ja auch einen hohen Wert, Inzidenzwert. Schultechnisch, ich musste schon einmal in Quarantäne, weil wir einen Schüler hatten bei uns an der Schule, der Corona positiv getestet wurde. Und jetzt aktuell, seit gestern, haben wir wieder einen Fall. Allerdings betrifft der mich jetzt nicht, weil das nicht meine Kohorte ist. Ja, aber man sieht eben halt auch schon in der eigenen Schule, dass die Schlagzahl sich jetzt langsam erhöht und dass es immer wieder passiert, dass Unterricht halt auch ausfallen muss. Oder nicht ausfällt, sondern eben halt irgendwie anderweitig gemacht werden muss. Und also wir versuchen, die Lernzeit natürlich trotzdem zu ermöglichen. Nur da muss man eben halt sich Konzepte überlegen. Und genau das dachte ich mir halt am Anfang des Jahres halt auch. Jetzt müssen wir eigentlich irgendwas machen. Wir müssen dieses ganze Wissen, was sozusagen in den sozialen Netzwerken so kursiert, gerade bei Twitter, das müssen wir irgendwie bündeln. Und auch gerade, das habe ich natürlich aus meiner Perspektive als Ausbilder gedacht, das müssen wir für die neu beginnenden Referendare irgendwie auch sammeln. Und weil die in eine komplett andere Schulwelt im Prinzip eintauchen, als das bisher ja der Fall war. Und die total unsicher ist und man gar nicht weiß, wie die Prüfungen werden und so weiter. Und da haben wir das halt uns zusammengetan, also ich mit 32 anderen, und wir haben dieses Buch geschrieben, Hybridunterricht 101, ein Leitfaden zum Genau, Blended Learning für andere Lehrkräfte. ich blende es kurz mal ein, in den Bildschirm, dauert kurz ein bisschen. Hier auch zum Also, Download zu haben. Mit Link und so kommt später, aber das war wirklich ein Riesenprojekt, war auch zu verfolgen, sehr spannend auf Twitter, wie du das so angeleiert hast und wie das dann lief es ja wirklich quasi aus der Blase entstandenes Projekt, wenn ich es mal so sagen darf. ja, genau. War eine Ja. fixe Idee. Ja. Und vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie das denn dazu kam, sozusagen. Also welche Gedanken hattest du denn bei der Entstehung vor allem? Ja, also wie gesagt, es war eine fixe Idee, wie das halt oft ist mit Ideen, dass man die so plötzlich hat und denkt, ach ja, könnte ganz gut sein. Und ich habe gedacht, ja gut, irgendwie müssen wir ja was tun. Und ich hatte mir im Vorfeld halt letztes Jahr schon nach einer Blogparade von Bob Blume, wo es um zeitgemäße Bildung ging, an der ich dann teilgenommen habe. Also ich mal ganz kurz erklären, was eine Blogparade ist vielleicht. Also wenn man sozusagen im Internet ist und sich bewegt, dann haben wir viele einen Blog. Und dann gibt es so Menschen wie Bob Blume zum Beispiel, die zu dieser Blogparade aufrufen. Und das heißt, man schreibt zu einem Thema einen eigenen Blog-Eintrag auf seinen Blog und verlinkt den dann sozusagen auf den Blog von demjenigen, der das initiiert hat. Und da war es eben halt so, dass ich danach, nach diesem intensiven Monat des Lernens sozusagen, einen Eintrag geschrieben habe und gleichzeitig auch für mich so festgelegt habe an neuen Anzeichen, wie so zeitgemäße Bildung aussehen sollte. Und aus diesen neuen Anzeichen, die habe ich sozusagen in der ersten Corona-Phase so ein bisschen abgewandelt, weil ich dachte, 9 ist noch zu viel, dann mache ich 6 draus und habe so 6 Leitwerte
für den Hybridunterricht oder für den Distanzunterricht entwickelt, die eigentlich im Prinzip ähnlich sind zu denen, die zum Beispiel auch von Krommer und Wampfler und Klee für NRW entwickelt wurden, ne? Diese Impulse. Also Ja, die genau. haben sich gebündelt mit dem Schieberegler und ihren ganzen Parametern, genau. Genau. Ich habe nicht so ein schickes Modell wie die Schieberegler und so, aber im Prinzip so ähnlich. Also wir können sie, glaube ich, auch einblenden. Ich hatte das auf der einen Folie. Ja, warte mal, da gehe ich mal dementsprechend rein. Das dauert heute, ist heute alles nicht so smooth, wie Sie es gewohnt sind, weil alles einer machen muss, quasi. Aber da gehen wir doch mal kurz rein. Du Ja, genau. müsstest. Und dann müsste ich dir sagen, wo, ne? Ja, ich. Du kannst mal auf die 24 unten klicken. Dann siehst du die alle Genau. Folien da. Ja, genau. Und dann steht es da Folie 16. Die 16, genau. Da haben wir sie schon. Zack. Und dann wird man halt auch gleich sehen, dass das ähnlich ist, ne? Also es geht, mir ging es ganz stark um Beziehungsstärken. Dann muss alles sehr einfach und klar sein. Also auch diesen Aspekt haben sozusagen ja Krommer und Wampfler und so weiter aufgegriffen. Dann muss der Aspekt der Kollaboration für mich im Vordergrund stehen. Das heißt also nicht Vereinzelung am Rechner irgendwie, sondern trotzdem gemeinschaftliches Arbeiten, was ja im Netz eben halt auch über diverse Tools eben halt auch gut funktionieren kann, wo man in Echtzeit ja auch sehr gut arbeiten kann. Feedback ist natürlich enorm wichtig in der Zeit gerade, weil ja, man sich quasi auch öfter mal nicht sieht und dann braucht man eben halt auch Rückmeldung zu dem, was man da tut. Und das muss nicht nur vom Lehrer auskommen, sondern das muss auch von den Schülern an andere Schüler, also als Peer-Feedback gedacht werden und natürlich auch andersrum von den Schülern an den Lehrer. Also damit der Lehrer auch anpassen kann, schnell darauf reagieren kann, ob es ankommt oder nicht ankommt. Also ein steter Kontakt eigentlich im Prinzip besteht. Ja, agile Didaktik, das ist so ein bisschen, um die Teilnehmerzentrierung in den Blick zu nehmen. Also es geht um die, oder um die Lerner. Es geht um die Lerner. Und wenn ich mich an den Lernern orientiere, dann muss ich eben halt auch spontan auf deren Schwierigkeiten eingehen können. Ich muss da flexibel reagieren. Und das steckt so ein bisschen für mich in der agilen Didaktik auch mit drin, dass ich da Freiräume für mich schaffe oder auch für die Lerner schaffe. Und die formative Bewertung vor der summativen Bewertung, sage ich immer. Also eher auf den Prozess schauen, auf den Lernprozess, als jetzt wirklich immer nur summativ zu bewerten. Also summative Bewertung gehört natürlich trotzdem dazu, aber wir müssen sozusagen in einem digitalen oder hybriden Umfeld mehr auf den Lernprozess an sich schauen. Und das gelingt auch im Lernen ja ganz gut, weil wir zum Beispiel bei den kollaborativen Tools ja in Echtzeit mitverfolgen können, also den Schülern quasi über die Schulter gucken können, wie das Textdokument entsteht oder wie die Rechnung aufgebaut wird und so weiter. Und wir können sozusagen im Prozess schon einschreiten und sagen, pass mal auf, hier an der Stelle, da machst du aber gerade einen Fehler oder da könntest du nochmal in eine andere Richtung denken. Das finde ich, also gerade diese Prozessorientierung, das ist ja eigentlich der Kern unseres Tuns, finde ich immer. Und was ich dann immer so spannend finde, dass dann aber das immer so rausgeblendet wird. Und wie du sagst, es geht eigentlich immer so sehr stark Richtung Endpunkt. Dann wird Leistung gemessen, aber das ist ja, wird ja immer als Endpunkt des Lernprozesses beschrieben in der klassischen Unterrichtstheorie oder in der Praxis eher, sage ich mal. Aber eigentlich, wenn man mit einem klaren Blick drauf schaut, wie du sagst, ist ja das davor spannend und es ist ja mit der Leistungsmessung nicht vorbei. Und wir machen das aber ganz oft in der hybriden Lernszenarien jetzt ist das natürlich ein ganz schwieriges Thema, Leistungsmessung. Vielleicht kommen wir danach nochmal drauf. Ich würde gerne mal zum Auftakt gehen. Du hast ja das Beziehungen auch genannt. Wie baust jetzt du konkret Beziehungen oder starke Beziehungen zu Schülerinnen auf? Das ist ja auch eine deiner Kernthesen für das Buch und auch für den Antrieb. Wie können Kollegen das denn konkret machen? Welche Tipps oder welche Beispiele hättest du denn da dafür? Na gut, also letztendlich, solange man in Präsenz ist, glaube ich, da, das ist immer noch das stärkste Mittel, um sozusagen Beziehungen aufzubauen. Für mich ist es aber so, dass man eben halt Beziehungen auch digital versucht aufzubauen. Ich habe das ganz mal beschreiben, weil ich es mit den Referendaren doch noch ein bisschen stärker gemacht habe und jetzt zum Beispiel auch die neue Gruppe komplett online kennengelernt habe. Also ich habe die gar nicht in Okay. echt gesehen, sondern ich arbeite nach wie vor mit meinen Referendaren online Okay. und die neue Gruppe habe ich auch nur online kennengelernt. Und da haben wir zum Beispiel angefangen, erstmal uns asynchron so ein bisschen vorzustellen. Das heißt zum Beispiel über ein Video, das man selber dreht, sich sozusagen so ein bisschen vorzustellen. Das kannst du, also da habe ich auch alles offen gelassen, ne? Also man kann sich selbst filmen und einfach nur irgendwas erzählen. Man kann aber auch theoretisch losgehen und zeigen, was man so macht, wo man lebt, Ja. einfach um den Menschen so ein bisschen kennenzulernen.
Andere wiederum haben eine Zeichnung gemacht und dabei irgendwie was erzählt. Also in einem Video ist sozusagen eine Zeichnung entstanden und oder andere haben nur ein Foto gemacht und dann ein Audiodokument drunter gemacht. Was aber eben halt wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, dass man die Person mal hört, wenigstens. Dass man sich irgendwie zumindest über ein Bild oder ein Foto irgendwie einen Eindruck machen kann, wer das eigentlich ist. Und das muss gar nicht unbedingt ein Video sein, ne? Aber das ging halt bei uns ganz gut, weil wir in Bremen halt die Lernplattform It's Learning haben oder eine Lernplattform. Ist jetzt unbezahlte Werbung. Aber Eine braucht ja jeder. ja, genau. Aber im Prinzip ist es ja genauso wie bei jeder anderen Lernplattform wahrscheinlich auch. Also ich kenne Ja. jetzt zum Beispiel noch StudIP ein bisschen und nee, Quatsch, das ist hier was anderes. Das ist hier für die Unis. Ich meinte eigentlich, wie heißt es in Niedersachsen noch? Fällt mir jetzt gar Eisurf? nicht an. Kennst du das Eisurf? Nee. Das iSurf, Bio. genau. Ja, iSurf, genau. Und die haben Ja, ja es geht immer eigentlich so ein ja. bisschen in den Funktionen, aber letztendlich kann man eigentlich fast mit allen irgendwie das Gleiche machen. Ne? Und LowNet hatte ich früher, Lehrer Online war das. Das war so Ja. die Lernplattform mit, ich glaube, so mit Moodle oder so. Ja, das war ganz spannend. Das war ja 2002, 2003, hat man damit schon arbeiten können. Also, das, weil du es gerade sagst, es ist ja nicht neu und das muss man ja sagen. Also, es gibt es lang genug. Was ich aber immer so ein bisschen problematisch finde mit den Beziehungen, dass da schon ganz einfache, aber praktikable Beispiele ja gerade gehabt und ich finde es mit dem Seminar sehr spannend, dass man die gar nicht kennt. Aber was schon hochinteressant ist, ist eigentlich, es wird immer davon ausgegangen, finde ich momentan in der Diskussion, dass Fernunterricht automatisch heißt keine Beziehungen und im Umkehrschluss aber Präsenz Beziehungen heißt. Wenn man aber ehrlich ist, gibt es ganz viele Kollegen, du als Ausbildner, ich mache das ja auch. Es ist ja gar nicht allen klar, dass unsere Arbeit auch im Klassenraum Beziehungsarbeit ist. Ganz viele kommen ja ganz stark über die fachliche Schiene und interessieren sich eigentlich relativ wenig für den Menschen, den sie da im Klassenzimmer haben. Das finde ich also momentan immer so ein bisschen ganz spannende Geschichte, dass plötzlich so getan wird, als ob Beziehungen schon immer im Mittelpunkt aller Tätigkeiten gestanden wären. Sollten sie ja auch, Ja, aber wie du das siehst. ist auch tatsächlich, würde ich sagen, ist Beziehung momentan auch der Aufhänger, ne? Warum man Präsenzunterricht jetzt so begründet, so stark, weil man sonst die Schüler irgendwie verliert, ne? Und das mag auch für den einen oder anderen stimmen, aber es gibt auch viele, bei denen ich glaube, dass sie sozusagen über so eine hybride Form total glücklich wären, weil sie in einem gewohnten Umfeld in Ruhe lernen können, ohne diese Hektik und Störung, die es sozusagen auch im Schulalltag gibt, ne? Auch Fälle wie Mobbing und all sowas, ne? Dass man auch ein Ding über den Tisch kehren. Das kommt halt alles auch in Schule vor. So, es kommt auch im digitalen Raum vor, aber das ist ja auch etwas, was sozusagen die Schüler vom Lernen sozusagen fernhält. Da gibt es diese ja, Ablenkung und so weiter. Und das hast du halt in einer Videokonferenz, wo jetzt Schüler zum Beispiel in der Gruppe arbeiten. Also ich kann mal kurz ein Beispiel geben. Bei uns in Bremen arbeiten wir mit Zoom, dürfen wir mit Zoom arbeiten. Das ist so datenschutztechnisch abgesegnet. Und wir haben auch Teams noch als Plattform. Und da können wir auch mit den Schülern arbeiten. Und bei Zoom kann man ja so Breakout-Rooms erstellen. Und das heißt also für mich als Einzelperson, da wir noch kein systemisches Konzept bei uns in der Schule haben, habe ich immer gesagt, okay, wir treffen uns in der Videokonferenz, Punkt, Stundenbeginn sozusagen, wie es früher war, als die Stunde losging. Und da gibt es eine kurze Einführung. Und dann geht es aber sofort in Gruppenräume und ihr arbeitet in Gruppen zusammen an etwas. Weil das kennen wir ja auch mittlerweile als Zoom-Fatigue, man ist relativ schnell ermüdet, wenn man einfach nur zuhört und da vorne sozusagen jetzt jemand auf einem Bildschirm irgendwie die Tafel nutzt und irgendwas erklärt und so einen frontalen Input macht. Und deswegen heißt es bei mir auch immer, das ist sozusagen auch ein Leitwert von mir, eine Kollaboration schaffen oder erzielen. Und dementsprechend haben die dann sozusagen eine Plattform, auf der sie kommunizieren können, als wir zum Beispiel jetzt in Quarantäne waren, hatten dann irgendein Tool, weil sie jetzt zum Beispiel, das hatten wir genutzt, Google Jamboard, also so eine Tafel, so eine interaktive Tafel, die man quasi in Echtzeit, wo man dann kollaborieren kann. Und da sollten sie ein digitales Poster mit erstellen. So, und genau, ich glaube, Ergebnisse ist auch in der Folie drin, kannst du mal gucken. Muss ja nur einmal auf die Zahlen da unten wieder tippen und dann sehe ich es schon. Genau, hier auf 17 gleich. Einen weiter, gut, der da noch weiter tippen muss. Genau, also sowas zum Beispiel ist jetzt ein Ausschnitt aus diesem Jamboard. Da ging es um das Thema Potenzen und die sollten so digitale Tafeln erstellen und nachher so einen kleinen Mini-Pitch machen, also 3 bis 5 Minuten Präsentation machen. Ja, und da haben sie sozusagen in ihren Breakout-Rooms dran gearbeitet.
Das Ding ist halt bei diesen Breakouts, man muss als Lehrer so ein bisschen Vertrauen haben, ne? Weil in der Klasse sieht man ja alle irgendwie in den Gruppen und man kann auch jederzeit rumgehen und macht das meistens ja auch und guckt und unterstützt oder muss wieder mahnen, weil irgendeine Gruppe irgendwas nicht macht. Und bei den Breakout Rooms ist es so ein bisschen so, man löst sich ja von der Gruppe. Die Gruppe ist allein in diesen Breakout Rooms. Man kann zwar auch reinspringen und dann mal ab und zu mal gucken, wie es so läuft, aber letztendlich sieht man sie dann erst im Moment nicht mehr. Und da muss man so ein bisschen loslassen. Und das ist, glaube ich, schwierig auch für manche, da sozusagen den Schülern das Vertrauen zu geben, dass da auch was bei rumkommt und dass die nicht nur rumblödeln und in irgendwelchen Discord-Channels oder zu Hause rumspielen, sondern dass auch eben dabei was rumkommt. Aber das ist jetzt ein Ergebnis. Ja, das ist natürlich auch wieder, dummerweise habe ich jetzt wieder ein Beispiel genommen, was natürlich auch relativ gut gelungen war. Also es war nur ein Ausschnitt aus diesen drei Folien, die sie machen mussten. Da gab es natürlich auch ein paar andere Ergebnisse, aber sie hatten alle Ergebnisse. Also es ist jetzt nicht so, dass keiner irgendwie, dass eine Gruppe gar nichts geschafft hat. Ja, und ich glaube, da muss man auch einmal die Kirche im Dorf lassen. Also ich meine, im normalen Unterricht ist es ja auch nicht so, dass jede Gruppe gleich gute Ergebnisse liefert oder jeder Schüler, ganz im Gegenteil. Und ich würde da gern kurz einhaken, weil ich glaube, dieses Loslassen, wenn man jetzt in einem 1:1-Setting Präsenz unterrichtet, muss man, um das voll auszunutzen, die Schüler auch aus dem Klassenraum rauslassen. Und die müssen auch in Gruppen unterwegs sein, in Settings, wie sie es wollen, allein zu zweit, zu dritt, zu viert, wie es die Aufgaben halt Sinn machen. Also ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Wie du sagst, der Grundschritt, das hat weder mit Hybrid noch mit Fern noch mit Präsenz zu tun, ist einfach dieses Vertrauen, dass die mit guten Aufgaben auch gut arbeiten werden. Und ich sage auch immer, dann machen sie halt ab und zu mal ein bisschen was anderes. Ich meine, wenn das Ergebnis stimmt und der Prozess gut dokumentiert ist, dann ist doch da viel gewonnen. Also da kann man den Kollegen, glaube ich, auch mal ein bisschen Mut machen, da mehr, ja, dieses Loslassen. Aber der Lehrerberuf ist halt Control-Freak-Sache, ne? Das ist Ja, schwierig. genau. Es ist so ein bisschen das Ding, dass wir ja alles versuchen zu kontrollieren, jeden Schritt am besten. Ich schließe mich da auch nicht aus, ne? Also auch ich denke manchmal, oh, jetzt wäre doch schön, wenn ihr jetzt irgendwie mal in die Pötte kommt oder so. Aber das sind so Dinge, die ich dann zum Beispiel aufgreife bei der Retrospektive. Also ich mache immer so eine Retrospektive und auf der nächsten Folie kann man auch so ein Ergebnis mal sehen. Also wir reflektieren jedes Mal über die Gruppenarbeit, wie die gelaufen ist. Wenn du mal eine Folie weitergehen magst, dann das ist sozusagen so einmal so ein Ergebnis aus so einer Retro. Die haben wir mit so einem Flingerboard gemacht, und zwar alle zusammen. Und man sieht jetzt sozusagen die verschiedenen Farben stellen die verschiedenen Gruppen dar. Und das war, dieses Bild war der Hintergrund und sie sollten jetzt überlegen, was bringt uns in der Gruppe voran? Also was ist der Wind? Was sind günstige Bedingungen gewesen? Ja, welche Probleme hatten wir? Das sind sozusagen die Haie und dann haben die da eben halt drüber gesprochen in ihren Breakouts und haben dann immer halt die Etiketten sozusagen gepinnt auf die Flinger, aufs Flingerboard. Und auch das ist so ein Echtzeit-Kollaborationstool, sodass man eigentlich dann auch nachher dann schön sieht, wo die einzelnen Gruppen so die jeweils Probleme hatten oder so, ne? Und dann kann man mit denen auch wieder ins Gespräch gehen und sagen, so, wie können wir jetzt zum Beispiel an diesem Problem arbeiten? Also einer sagte hier zum Beispiel kein Internet. Das ist natürlich ein größeres Problem, sage ich mal. Das ist, kommt halt vor. Und das ist auch von Schule zu Schule natürlich dann ganz unterschiedlich und von Schüler zu Schüler. Jetzt waren halt alle zu Hause und gezwungen zu Hause. Und das heißt ja, wir haben jetzt eigentlich Distanzunterricht gemacht. Aber ich würde ja sagen, Hybridunterricht ist also eine Form, in der Distanzunterricht vorkommt, aber auch Präsenzunterricht. Also das, was wir sozusagen in der Zeit hatten, bevor die Sommerferien losgingen. Ne? Da waren ja einige Lerngruppen waren zu Hause, andere Lerngruppen waren im Unterricht und es gab da bei uns zum Beispiel, gab es auch Lehrer, die haben so Livestreams angeboten. Das heißt, sie haben sich selber bei ihrem Vortrag in der Schule gefilmt, das nach Hause gestreamt und dann konnten die Schüler von zu Hause zugucken. Ist natürlich erstmal eine Möglichkeit, wie es auch gehen kann, aber ich sag mal, ja, da muss man natürlich, da kommt man nicht, also da kommt irgendwie dann ja auch nichts zurück, also kein Produkt oder irgendwie sowas. Das ist also, da spricht man so in den leeren Raum rein. Das finde ich nicht so günstig. Also günstig ist wirklich für mich, wenn man die Schüler irgendwie auch in Strukturen bringt, auch im Online-Lernen. So, jetzt sehen wir uns erstmal alle, dann gehen wir irgendwie kriegt ihr einen Auftrag, dann geht ihr in Gruppen und nach einer bestimmten Zeit präsentiert ihr das Ergebnis, ladet es irgendwo hoch oder wir kommen nochmal zusammen und
begrüßen uns. Also ich finde das Konzept zum Beispiel von der Hartschule Durmersheim, die jetzt gerade, glaube ich, Schulpreis gewonnen haben, Schule des Jahres geworden sind, die haben so ein Konzept gefahren. Da gab es morgens eine Ankommensrunde und an der Ankommensrunde haben die Schüler, die da waren, also vor Ort in der Schule, die waren natürlich da in der Ankommensrunde, aber es wurden digital auch die zugeschaltet, die zu Hause waren, weil immer ja die Hälfte der Klasse zu Hause war. Und dann haben die sozusagen nur eine ganz kurze Mini-Konferenz gemacht, hallo, alle da und so weiter, so ein paar strukturelle Sachen geklärt, organisatorisches. Und danach gehen sie in eine individuelle Arbeit. Das heißt, sie haben ganz viel mit Lernplänen und sowas gearbeitet. Ja. Das haben die aber vorher schon gemacht. Deswegen war wahrscheinlich deren Umstellung relativ einfach. Und das heißt, die Schüler, die zu Hause waren, hatten die gleichen Lehrpläne wie die Schüler, die in der Schule waren. Und die Lehrer konnten mit den Schülern zu Hause über Videokonferenz sprechen und die Schüler, die zu Hause waren, konnten mit den Schülern über Videokonferenz sprechen, wenn sie zum Beispiel irgendwie eine Gruppenarbeit hatten oder irgendwas. Und die Schüler, die vor Ort waren, konnten halt direkt mit dem Lehrer sprechen. Und ja, das ist, glaube ich, auch, wenn ich kurz einhaken darf, glaube ich, ziemlich wichtig. Ich stelle mir immer nur die Kollegen vor, die dann das gleich wieder dann, das muss dann, also es gibt ja ganz viele Schulen, die unterrichten beispielsweise in dieser Kombi 6 unterschiedliche Stunden am Tag und wollen das an jeder Stunde 6-mal am Tag am Anfang haben, dieses Zusammenkommen, weil ich glaube auch, dass das wichtig ist. Aber das ist natürlich dann auch aus meiner Sicht schon ein Hindernis, das motivierend zu gestalten. Das ist ja auch eins deiner wichtigen Aspekte, wie motiviere ich die Schüler in diesen Lernsettings. Aber wenn dann solche schönen Rituale überritualisiert oder überroutiniert abgearbeitet werden, ist das, glaube ich, auch schwierig. Da muss man, glaube ich, schon auch ein bisschen in die Balance kommen, dass das noch attraktiv auch ist, immer zu gestalten. Also da, glaube ich, ist das schwierig. Wie motivierst du deine Schüler sonst bei den digitalen Settings dabei zu bleiben? Was machst du da? Naja gut, am Anfang war es ja so ein bisschen so, dass das digitale Setting alleine schon motiviert hat, aber das trägt natürlich nicht die ganze Zeit. Ne? Also meistens merkt man so nach 2 Wochen ja die, oder nach 3 Wochen so die ersten Ermüdungserscheinungen und es wird irgendwie langweilig. Und ich habe das versucht eben, indem ich die Aufgaben zum Beispiel immer variiert habe. Ne? Also die mussten bei mir zum Beispiel, die mussten immer wöchentlich was abgeben. Ich habe mich so ein bisschen an der 4+1 Regel orientiert von Bob Blume. Und da ging es sozusagen darum, dass du mal einen Tag hast, wo du was abgibst. Und ich habe gesagt, okay, in einem Tag in der Woche gebt ihr was ab und ihr kriegt dazu immer ein Feedback von mir. Und das war halt ganz unterschiedlich, was ihr abgeben musst. Mal musst du eine Gruppenarbeit, Gruppenleistung abgeben, mal musst du was einzeln abgeben. Ich habe auch mal einen ganz klassischen Test schreiben lassen. Dann gab es zum Beispiel, einmal sollten sie eine kleine Podcast-Folge aufnehmen zu einem Thema. Dann sollten sie ein Video, was ich vorher geschnitten habe, nachvertonen. Also da war plötzlich der Ton weg, ups. Und sie mussten sozusagen diesen Ton dann neu finden und dazu mussten das Thema halt verstanden haben, weil das auf dem Bildschirm passiert ist, mussten sie sozusagen dann vertonen. Und ich habe immer so versucht, so mit so, oder so einen Blog-Eintrag zu schreiben, also ganz unterschiedliche Sachen zu machen, damit die nicht jede Woche das Gleiche machen. Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen Aufwand, gerade am Anfang, wenn man sich eben, also das ist jetzt, sag ich mal, schon etwas, also wenn man es skalieren würde, würde ich sagen, das ist schon im oberen Feld. Ne? Also wenn man ganz klein anfangen möchte, dann würde ich zum Beispiel sagen, reicht es ja auch, wenn man irgendwie mal so eine kleine kollaborative Arbeit einsetzt, ne? Wo man mal irgendwie so ein Breakout-Room aufmacht und sagt, so jetzt macht ihr mal irgendwie da was zusammen und ihr müsst jetzt nicht jede Woche regelmäßig irgendein tolles Produkt abliefern, das erwartet jetzt keiner. Aber das sind halt Möglichkeiten, die man hat. Und da kannst du halt so auch so Abstufungen machen. Ja, das alleine, also ich finde, Motivation entsteht auch dadurch, dass man ihnen Vertrauen gibt und Eigenständigkeit lässt. Also, denn letztendlich bin ich ja nicht derjenige, der die ganze Zeit immer so dahinter steht und sagt, komm. Und oder irgendwelche Belohnungen verspricht oder so, sondern es geht ja eigentlich eher so, dass man versucht, irgendwie sie intrinsisch zu motivieren. Das heißt, ihnen also auch zutraut, dass sie das hinbekommen, dass sie merken, hey, wir haben hier was Tolles geschaffen, auch wenn es zähe Phasen gab in diesem Prozess und wo wir uns auch vielleicht angekackt haben gegenseitig. Aber letztendlich sind wir zu was gekommen. Und das muss man natürlich dann auch entsprechend wieder honorieren, dass da eben was Tolles bei entstanden ist. Und darum sind diese Retros auch enorm wichtig für mich, dass man eben halt guckt, was war denn jetzt gut im Prozess? Was war hinderlich für euch? Wie könntet ihr das verbessern? Und wie könnt ihr vielleicht, wenn man jetzt mal so an diese Projektmanagement-Methode Scrum denkt, da gibt es ja auch die Definition of,
auf Done und beim Edu-Scrum auch die Definition of Fun. Also wann macht es euch Spaß, eigentlich zusammenzuarbeiten? Und definiert das mal, was sozusagen wichtig ist für euch. Und da dann sich auch mit zu beschäftigen, ne? Das Ja, so der wir haben Aspekt, sagen wir, das würde motivieren. Fragen. Tim, wir haben eine Frage von der Elisabeth, die fragt, ob es empfehlenswerte Beispiele für Lernpläne gibt. Ob du jetzt konkreten Hinweis hast, wo man drauf schauen könnte. Also, Nee, aber ich jetzt so ad hoc. nee, ad hoc nicht, aber was für die Lernpläne, glaube ich, was du auch gerade ge gesagt hast, ganz wichtig ist. Zum einen ist es, glaube ich, so, dass man echt darauf achten muss, dass Absprachen erfolgen. Also wie du sagst, wenn jeder Kollege seinen Lernplan macht, und dann passiert es nämlich, dass ganz viel Monotonie entsteht und wenig Zusammenarbeit. Also ich finde auch, dass gerade Lernpläne ja für phänomenbasiertes Arbeiten wie gemacht sind, dass man wirklich zusammenarbeitet über die Fächergrenzen. Und kann man sich vorstellen, wir haben im Februar die Julia Turner zu Gast, Montessori-Pädagogin. Dass da auch einiges in die Richtung noch an Input oder Ideen mitkommt. Aber wo man jetzt konkret gute wirklich im Netz zum Beispiel findet, wüsste ich jetzt per se auch nicht. Was Also, konkret das angeht, die Verlage bieten ja schon immer wieder Sachen an, aber die sind natürlich immer auf die Lehrwerke sehr monodirektional zugeschnitten eigentlich. ja, ich würde da sogar noch ein Stück, also da mal einhaken. Du hast ja vorhin gerade gesagt, dass es sozusagen auch Teamarbeit erfordert von den Lehrern. Ich glaube auch, das ist ein Schlüssel bei der digitalen Arbeit auch mit Schülern, dass eben halt auch die Lehrer ein Stück weit zusammenrücken und sagen, komm, lass mal irgendwas zusammen überlegen. Also können wir nicht ein Thema finden, was uns irgendwie beide Fächer irgendwie tangiert oder so. Das ist halt auch die Kollaboration, ne, die wieder hier in den Vordergrund rückt. Also können wir nicht ein Thema finden, irgendwie was uns beide irgendwie angeht, irgendwo, also ein kleines Projekt initiieren, wo die Schüler sich sozusagen in unseren Stunden dann tatsächlich einfach nur in unseren gestellten Breakout-Rooms treffen, damit sie an ihrem Projekt arbeiten können. So. Dann haben wir eine recht einfache Struktur, wir haben eine Klarheit, weil wir sagen, das ist das Produkt, was rauskommen soll oder so. Und ja, und man hat sozusagen auch gleichzeitig noch jemanden mit im Boot, ne? Also man ist nicht alleine und kann sich austauschen darüber und über die Erfahrung vor allen Dingen auch sprechen. Also das ist ein ganz kleiner Schritt natürlich nur, ne? Wir können auch überlegen, wie man das Ganze systemisch aufbaut. Also wenn wir zum Beispiel an die Oberschule Berren-Bostel denken, wo der Jan Fedder auch Lehrer ist und sich ganz stark einsetzt, die haben ja keine Fächerstruktur mehr, sondern die haben jetzt Theo und Lea. Also das heißt, die arbeiten mit einem themenorientierten Ansatz und haben sozusagen themenorientierte Stunden, also ja, so Okay. 90 Minuten Blöcke, wo sie sozusagen immer an einem bestimmten Thema arbeiten und ja, die Fächer sozusagen gar nicht explizit vorkommen, sondern eher implizit. Und Lea ist ja dann die Lernbegleitungs Geschichte. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür das A steht, aber das ist sozusagen ja so eine Lernprozessbegleitung auch, ne, die dann im Hintergrund noch mitläuft. Ja. Und die gehen auch noch weiter. Die haben noch einen Tag, wo sie den Friday haben. Das heißt, ein Tag steht ganz im Zeichen der Schüler. Das heißt, da dürfen Schüler an ihren eigenen Interessen forschen und etwas machen und präsentieren. Und das ist immer der Freitag. Der komplette Freitag ist immer dafür reserviert. Ja, das ist total interessant und auch wirklich eigentlich total einfach, wenn man mal ehrlich ist. Also dieser freie Tag, den Schülern mehr Raum zu geben, klingt so leicht, ist natürlich genau das, was schwerfällt. Da sind wir wieder bei der Kontrolle. Aber die Kollaboration, ich würde da gerne, weil du sagst, das ist unter Lehrkräften so ist. Du hast jetzt da auch einige Tools dabei gehabt zum Arbeiten, wie diese Whiteboards oder so. Das ist ja auch immer die erste Frage von den Kollegen, wenn die mit sowas anfangen, welche Tools kann ich nehmen oder wie soll ich anfangen? Wenn man jetzt das bei dir so anschaut und auch in die Runde guckt, dann kann man eigentlich feststellen, dass das Tool gar nicht das Entscheidende ist, sondern eher das Mindset dahinter. Oder wie siehst du das? Ja, Ja, auch eher, definitiv, oder? ja, würde ich definitiv unterstreichen. Das Mindset ist eine ganz wichtige Geschichte. Letztendlich ist es nicht das Produkt, was sozusagen den Unterricht ausmacht, mit dem man irgendwie arbeitet, sondern die Idee, die dahinter steht. Und man muss sich jetzt sozusagen das entsprechende Tool oder aus den zur Verfügung stehenden Tools vielleicht auch, die das Land freigegeben hat, irgendwie eins raussuchen und das damit irgendwie umsetzen, ne? Also ich kann jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel geben. Ich habe vor 1, 2 Jahren war das, glaube ich, da haben wir in dem Geografieunterricht gemeinsam kollaborativ ein Buch geschrieben,
Das zieht sich irgendwie durch mein Leben gerade, das Thema, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall in der Schule haben wir das gemacht. Da haben wir jetzt im Thema Geografie zu endogenen und exogenen Prozessen sozusagen ein Fachbuch geschrieben. Kräfte der Natur heißt das. Und das ist jetzt im Apple Bookstore auch kostenlos runterzuladen. Und das war natürlich für die Schüler ganz toll, ne? Sie haben sozusagen ein Buch geschrieben, gemeinschaftlich. Also die einzelnen Gruppen haben sozusagen die Kapitel erstellt und dann mussten auch immer ein kleines Quiz erstellen. Und damals wusste ich noch nicht besser, wie es geht. Da habe ich dann sozusagen alles einfach eingefügt in ja, in dieses iBooks Author, mit dem man dann sozusagen die Bücher erstellen konnte. Und dann haben wir nachher ein Buch gehabt. Und das ist immer noch da und da können die Schüler sozusagen, das ist was Bleibendes, ne? Das sind die immer noch stolz drauf irgendwie. Und das wird ja auch tatsächlich runtergeladen. Und das ist eben auch immer so schön. Man kann ja sagen, hey, guck mal, es ist jetzt bei 64 Downloads oder so, ne? Das ist ja Wahnsinn dafür, dass es Schüler gemacht haben. Und genau, und an sowas würde ich zum Beispiel jetzt sagen, wenn man sowas im Kopf hat und sagt, man möchte irgendwas zusammen schreiben, dann ließe sich das natürlich, jetzt muss man das nicht so groß aufziehen, man kann das auch viel kleiner denken. Also wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, ich bin jetzt in Bremen wieder, da haben wir jetzt ja demnächst, haben alle Schüler auch ein iPad und da könnte man jetzt so arbeiten, dass man sagt, ja, wir haben ja alle zum Beispiel Keynote, dann könnten wir also kollaborativ an einem Keynote-Dokument arbeiten. Und das hat ja zum Beispiel wieder den direkten Draht zu iBooks. Also man könnte es dann auch wieder direkt über iBooks hochladen. Oder man kann mit Book Creator zum Beispiel arbeiten, was auch ein sehr gutes Tool ist. Da kann man sich sogar Edu-Accounts machen, wo dann sozusagen auch also wo der Lehrer einen Account macht, aber die Schüler brauchen keinen Account extra machen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich sehr gerne nutze. Man könnte es aber auch noch einfacher machen mit Google Jamboard, ließe sich theoretisch das auch so ein bisschen modellieren, weil man da also ganz viele leere weiße Folien hat und man könnte die einfach frei gestalten und daraus auch quasi ein Buch machen. Also das Tool, das ist ja das, was ich sagen will, ist nicht das Entscheidende, sondern die Idee, die man hat. Und manchmal ist es natürlich so, dass man ein Tool sieht und denkt, geil, da kann ich ja das und das mitmachen. Und dann kriegt man auch eine Idee. Ja, aber das Ist ist ja legitim. der ganz normale Weg, ne? Ja, aber wenn man schöne Ideen hat im Hinterkopf und sagt so, wie kriege ich das hin, dann kann man halt so ein bisschen was finden. Jetzt ist es natürlich bei mir auch so, dass ich schon sehr, sehr viele Tools ausgetestet habe und natürlich immer gleich eins im Hinterkopf habe, wenn ich irgendwie eine Idee habe. Das ist natürlich etwas, was mit der Erfahrung einfach kommt, ne? Ja, gut. Und das muss man sagen, das ist ja auch, also ich sage für die Schüler zum Beispiel, ist es am Anfang, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn die nicht mit so vielen Tools bombardiert werden, sondern wenn die erstmal Sicherheit mit einem erlangen und auch eher die Arbeitsprozesse besser werden und dann später sollen sie, können sie sich ja aussuchen, was sie nutzen wollen. Also ich meine, das muss ja das Ziel sein, dass man sagt, die Aufgabe steht und ihr überlegt euch, was ihr dazu braucht. Aber also dieses Fixieren auf auch ein Werkzeug, immer was ganz viele machen, die Schüler müssen dann damit das erstellen, das finde ich. Für den Anfang okay, dass man ihnen mal das beibringt und die Arbeitsprozesse vereinfacht zum Lernen. Aber später wäre das Ziel eigentlich, dass die das ansetzen können. Tim, die Zeit schreitet ganz schön fort und ich möchte unbedingt eine Sache, du hast mich ganz was Spannendes veröffentlicht letzte Woche. Da geht es ja auch um Prüfungen und du hattest diesen Vorschlag fürs Abitur formuliert, der recht interessant war. Ich glaube, der könnte auch für unsere Zuschauer ganz interessant sein, wie man die Abiturprüfung vielleicht ein bisschen anders angehen könnte in den jetzigen Zeiten. Magst du das vielleicht kurz mal ein bisschen erläutern? Über die Prüfung angehen. Also ich habe mir überlegt, wie kann man jetzt in der Zeit sozusagen das sichern, dass man zu dieser Prüfung hinkommt. Genau, der Weg zum Also die Prüfung an sich ist ja die Prüfung, die können wir jetzt Abitur. als Person nicht Ja, ändern. es geht um den Weg dahin, Der sozusagen. Weg hin, genau. Und ich hatte mir überlegt, eben halt auch aufgrund der Situation und dass natürlich ältere Schüler, sage ich jetzt mal, vermutlich oder auch, das ist so meine Erfahrung, besser alleine daheim arbeiten können oder auch ein bisschen losgelöster arbeiten können. Ich finde das auch total wichtig, dass sie das erwerben, diese Fähigkeit, weil sie ja letztendlich eine Studierfähigkeit erwerben, beziehungsweise auch irgendwie in die Wirtschaft eintreten und da ja eben halt die 4K zum Beispiel jetzt immer wichtiger werden, ne? Die 21st Century Skills, das heißt also Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken. Und das erwerben sie natürlich, indem sie kollaborativ arbeiten und indem sie miteinander kommunizieren und irgendwie kreativ arbeiten. Und das war sozusagen jetzt die Idee, dass wir eben halt das so ein bisschen aufziehen wie die Hartschule Durmersheim und das ein bisschen flexibilisieren. Das heißt also
den Wochenbeginn oder den Stundenbeginn, wenn sie jetzt in der Schule sind, der ist halt, ja klar, festgeschrieben, 7:50 Uhr jetzt meinetwegen, geht's los und dann geht es aber nicht sofort mit Fächern los, sondern es geht mit so einer Tutorenstunde los am Anfang, wo halt alles Organisatorische geklärt wird. Und in dieser Tutorenstunde können dann auch wieder Leute, die eben halt zu Hause sind, zugeschaltet werden. Also ich dachte in diesem Falle daran, dass vielleicht auch Halbgruppen wieder mal möglich sind, weil wir haben ja momentan die Situation, dass alle Oberstufenschüler Maske tragen müssen bei uns. Irgendwie die Schulen ja auch super voll sind mit Schülern und ich dachte, man könnte es vielleicht ein bisschen erzehren. Also das ist mein Vorschlag, damit man sich auch wieder ein bisschen freier bewegen kann, weil momentan ist ja so, wir müssen trotzdem noch die Abstandsregeln einhalten und. Und es ist ja anstrengend, sage ich mal. Und um das so ein bisschen zu entzerren, habe ich gedacht, man könnte ja immer eine Gruppe zu Hause lassen, eine Woche lang, und dann nächste Woche wieder die andere Gruppe, also immer einen zweiwöchigen Wechsel. Und dann arbeiten aber die Gruppen sozusagen, die vor Ort sind, an dem gleichen wie die Gruppen, die zu Hause sind. Und das heißt, morgens diese Willkommensrunde am Telefon. Ignorieren. Alles klar. Und die Gruppe, die kommen halt alle an und sind auch dann morgens live zugeschaltet. Und dann ist der Tag so strukturiert, dass zum Beispiel jetzt drei Lehrer, die normalerweise in dieser Lerngruppe wären, die sind sozusagen jetzt nicht, natürlich nicht in dieser Lerngruppe verhaftet, sondern die sind für den Tag sozusagen für die Lerngruppe ansprechbar, wenn sie nicht gerade selbst Unterricht vielleicht in einer jüngeren Jahrgangsstufe haben. Und das wird sozusagen vorher festgelegt, in welchen Zeitstunden diese Lehrer ansprechbar sind. Das heißt also, die Gruppe kriegt einen Auftrag, ein Produkt zu erstellen oder auch durch einen Lernpfad sich durchzuarbeiten. Und vielleicht gibt es immer so, da habe ich mir gedacht, es müsste mal wöchentlich so ein Exit-Ticket geben. Das heißt also, habe ich das, was in dieser Woche drankommt, auch verstanden? Das heißt, so ein Minitest zum Ankreuzen zum Beispiel, den machen sie jede Woche. Und dann gibt es aber in einmal im Monat gibt es auch noch so eine Gruppenarbeit, die sozusagen kollaborativ zusammengearbeitet werden, erstellt werden soll. Das ist dann so, ja, so ein projektartiges Ding oder die müssen zum Beispiel irgendwie eine Präsentation oder sowas machen. Also diese klassischen Dinge oder sie klemmen mir keine Podcast-Folge auf oder. Also was es da halt so gibt. Und das müssen sie halt einmal im Monat machen. Und so haben Sie jetzt ganz viel Freiraum. Also Sie können jetzt sozusagen entscheiden, mache ich diesen Lernpfad zunächst, mache ich den Lernpfad zunächst. Und es ist egal, wo Sie dann arbeiten, ob Sie in der Schule sind, ob Sie zu Hause sind, spielt keine Rolle, weil Sie alle das Gleiche machen müssen. Oder diesen Lernpfad durcharbeiten. Das heißt nicht das Gleiche machen, sondern Sie haben verschiedene Sachen zur Verfügung, zur Auswahl über die Woche verteilt und können sich aussuchen, wann Sie das machen. Aber Sie wissen, dass Sie zu bestimmten Zeitpunkten nur mit den Lehrern sprechen können. Und dann können Sie entweder zu den Lehrern hingehen, wenn Sie in der Schule sind, oder Sie können sich per Videokonferenz quasi mit den Lehrern verbinden. Und der Lehrer kann natürlich auch einige Gruppen zu sich holen und sagen, so, wie weit seid ihr denn jetzt? Gebt mir mal eine Rückmeldung. Und das Ganze läuft so ab. Und am Ende des Tages gibt es nochmal so eine Abschlussrunde. Das war so meine Idee. Und ja, ob das funktioniert, weiß man natürlich nicht. Aber man muss vielleicht sowas einfach mal auch andenken und einfach mal ausprobieren. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch Rückmeldungen von meiner Schule bekommen, dass sie sich das auf jeden Fall gerne mal anhören wollen, was ich da vorhabe. Ob das jetzt so ausgereift ist, ist ja auch noch fraglich. Und ich weiß auch nicht, ob es mit dem Stundenraster, die vorgesehen ist, funktioniert. Und das sind einfach nur so Ideen, die ich aktuell so habe und die sich aber, ja, wie sich einfach so diese Situation auch, weil wenn jetzt die Kohorte zum Beispiel von jetzt auf gleich in Quarantäne geschickt wird. Dann stehen alle Schulen wieder da. Oh, wir haben gar kein Konzept. Ja, was machen wir denn jetzt? Und dann kommt nämlich der Fall zum Tragen, dass sie Lernzeit tatsächlich verlieren. Ne? Na, Und jetzt das ist natürlich schlecht, weil sie ja doch noch die Abiturprüfung irgendwie schreiben müssen. absolut. Und deswegen wäre das sozusagen mein Vorschlag, das so ein bisschen zu verhindern, dass diese Prüfung Wir haben in Frage eine gerät. Frage von der Isabelle. Ich nehme die mal live rein. Warte mal. Ja, gerne. Isabelle, jetzt müsstest du dein Mikro aktivieren können. Ja, hört ihr mich? Ja, hallo, grüß dich. Hallo, Hallo. Tim. Hallo, Martin. In Bayern hören wir jetzt davon, dass, Ach, sollten wir Isabelle. den Bildungsweg wechseln, Naja. dass wir jetzt einen täglichen Wechseln hätten. Also Montag ist Gruppe A, Dienstag ist Gruppe B dran. Ja, und Hättest du was da macht Gruppe schlaue A Tipps für an dem uns? anderen Tag? Ist daheim. Ja, und was machen die? Ja, das ist die Frage.
Das überlegen wir uns gerade. Ja, okay. Weil die sind nur einen Tag daheim. Das heißt, Ja. manche Lehrkräfte kommen jetzt auf die Idee, okay, dann bekommen sie Hausaufgaben, sie machen diese Hausaufgaben zu Hause und am nächsten Tag wird das dann besprochen. Und das finde Ja, ich ein bisschen langweilig. dann bespricht man ja auch den ganzen Tag nur die Hausaufgaben, weil die ja so viel waren wahrscheinlich, dass man jetzt in allen Richtig. Fächern dann die Hausaufgaben bespricht und dann eine neue Hausaufgabe aufgibt. Genau. Genau, das macht keinen Sinn. Ja, genau. Und du wolltest jetzt einen Vorschlag von mir hören, so ad hoc? Oder Isabel wollte Tipp, ja. ja, also ich versuche es natürlich mit Projektarbeit zum Beispiel, ja, also dass wir, so wie du vorher gesagt hast, wir Ja. haben gemeinsam ein Projekt, fächerübergreifend, und das bearbeiten wir. Fragen werden geklärt, zum Beispiel an dem Tag, wo sie in der Schule sind. Aber ich Ja. habe da ganz viel Gegenstimme, weil die Leute sagen mir, du, wenn die da sind, dann müssen wir Leistungen schreiben, dann müssen Exen geschrieben werden. Und ich kann mich mit den Menschen nicht einigen, weil ich bin voll dagegen. Ich hab tatsächlich eine gute Idee. Warte mal. Ja. Sag mal eben nochmal, Martin, schlag mal eben Hybridunterricht 101 nochmal auf, das Buch. Warte, Da warte. hat mich spontan an eine Sache erinnert von dem Holger Müller-Hillebrand. Und zwar musst du jetzt mal gucken, gibt es eine Gesamtübersicht? Nee, ne? Scroll mal ein bisschen runter in Kapitel 3. Warte mal, ich schaue mal Du Kapitel. kannst, glaube ich, auch gucken, du kannst auch, glaub ich, auf den Link klicken. Und dann gehst du Da. mal auf Alles nur träge und desinteressiert von Holger. Da Warte, müsstest du ich auf die Schrift sehe. gehen. Im dritten hast du gesagt? Ja, 3.2, also Seite 49. Ja, warte, ich habe nur immer mehrere Fenster drüber. Ah, der springt aber nicht automatisch. Warte. Geh mal auf 49 schnell, kein Problem. Genau. Und nee, dann musst du noch. Nee, dann kommt SKP. Ah, ach so, das ist anders nummeriert. Alles klar. Dann ist das scroll mal ein bisschen. Noch ein Stück. Sekunde, das Da, hängt ja. ja. Da und das Orangene. Das war ja sozusagen sein Vorschlag, so ein bisschen. Und der geht in die Richtung. Also hier zum Beispiel ist es so, man macht sozusagen im Schritt 1 Inspire, der ist analog. Das heißt also, in Präsenz, könnte man ja auch sagen. Man baut so Beziehungen auf, man macht Problemorientierung, man schafft Motivation für irgendetwas, stellt das Problem vor, schafft sozusagen so eine Lernsituation. Und dann kommt die Phase, die digital abläuft. Das wäre jetzt sozusagen, ne, wenn du startest, kommt dann nächste Stunde, ist dann digital. Da geht es dann sozusagen darum, ups, weiterzuarbeiten. Also, wo haben wir es denn? Input kommt dann zum Beispiel, ne? Recherchesammlung, Kollaboration, also man kann zum Beispiel Inputphasen durch Erklärvideos, durch Podcasts und so weiter machen. Wir können aber auch sagen, die sollen irgendwie was recherchieren zu Hause oder sich vielleicht auch in Videokonferenzen ein bisschen austauschen und gegenseitig unterstützen. Dann geht es wieder den nächsten Fall, Check, also wieder eine analoge Phase. Das heißt, also da wird sozusagen geguckt, ja, was habt ihr denn jetzt bisher herausgefunden, was habt ihr denn bisher jetzt gemacht in eurer Zeit. Es gibt so ein bisschen Feedback vielleicht, man überprüft so Lernwege und dann geht man sozusagen wieder in die digitale Phase und sagt wieder I do. Also das geht dann wieder wie Schritt 2. Ne? Also man kann wieder recherchieren, man kann wieder irgendwas zusammen machen und so weiter. Und dann kommt sozusagen die letzte Phase Show. Das ist der fünfte Tag. Da muss sozusagen alles präsentiert werden und man checkt so die Meilensteine und ja, zeigt den anderen, was man so Tolles in der Woche gemacht hat. Also so vielleicht ein bisschen, ne? Das wäre jetzt eine Idee, die ich jetzt so spontan hätte, wo eben halt sich analoge Phasen mit digitalen Phasen abwechseln. Eine andere Möglichkeit, die ich auch noch sehe, ist dialogisches Lernen. Da hatte Philipp Wampfler auch mal was zu gemacht. Das ist, glaube ich, auch sogar in dem Buch drin, in Kapitel 4. Wenn du ein bisschen runterscrollst, müsste es sogar schon kommen. Also da zeige ich jetzt nur den Ablauf. Genau, so müssen wir runterscrollen. Ja, weiter, 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 weiter auf jeden Fall. Kannst auch ein bisschen schneller scrollen. Da, ja, genau, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, noch, das ist schon das Kapitel von Wampfler. Und noch ein bisschen weiter runter. Und der hängt immer ein bisschen. Ja, letzte Seite. Ach nee, doch nicht. Nee, wo ist es hin? Dann ist es am Ende des Kapitels, egal. Da ist es aber, Martin, es ist Martin, im
im Prinzip auch so, dass man eben halt, dass man sozusagen eine Kernidee hat, eine Frage aufwirft und die Schüler dann in der digitalen Phase dazu zum Beispiel recherchieren lässt. Und wenn man wieder zusammenkommt, dann stellen die Schüler sozusagen vor, was sie rausgefunden haben und man überlegt sich, was die Kernidee dieser ganzen Geschichte ist und lässt dann wieder an dieser Kernidee weiterarbeiten. Das wäre sozusagen so ein bisschen das dialogische Lernen nach Ruf und Galin, das hat sozusagen Bamfler da in so ein digitales Setting umgeformt. Aber damit habe ich auch noch keine Erfahrung gemacht. Aber es war schon ein recht konkreter Hinweis zum Schluss, Isabel, auch interessant für dich hoffentlich, danke für deine Frage. Ich glaube, das hat auch den üblichen Pro-Tipp jetzt sozusagen ersetzt, wenn ich auf die Uhr schaue. Wir sind nämlich zeitlich drüber. Isabel, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tim, vielen Dank. Zeit ist ganz schön schnell vergangen. Ich glaube, das war hochinteressant. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, weil man auch dir so diese Überzeugung und dieses wirkliche Leben, dieses authentische die Botschaften einfach so nachvollziehen kann. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute in ja, sehr kleiner gerne. Runde. Ich freue mich dabei gewesen zu sein. Ja, freut uns sehr. Und liebe Zuschauer, Sie können auch die Aufzeichnung sich dann noch auf YouTube anschauen oder dementsprechend auch die anderen Beiträge noch anschauen und ins Programm schauen. Wir haben Sebastian Schmidt im Dezember zu Gast, Julia Turner kommt und viele anderen auch noch. Schauen Sie rein, spannend und sicherlich hilfreich. Tim, vielen Dank nochmal. Ja, wollte darf ich noch einmal sagen? Wir haben gerne. Jetzt viel über das Buch gesprochen, aber wir haben gar nicht gesagt, wo es das Buch gibt. Es ist richtig und das kann man aber, ich habe da was vorbereitet. Moment. Mal schnell reinspringen und zwar, na, jetzt ist es. Gerade auch hier Seite 24, achso, da ist es. Hier sind wir. Da, über die Seite, ne, geht das sozusagen. Genau, genau. Ja, also da gibt es das kostenlos zum Download als E-Book und man gibt es zum Selbstkostenpreis auch als Buch, also für 14,99 kann man sich auch als echtes Buch kaufen, falls man lieber so was Echtes in der Hand hat. Ansonsten aber auch kostenlos zum Download, genau. Und das kann man ruhig nutzen, um so ein bisschen in diese digitale Welt hineinzuspringen. Ich finde es auch für die, wirklich auch, wo du vorhin gesagt hast, Ausbildung ist als Schlusswort für die zukünftigen nachwachsenden Lehrergenerationen auch ganz eine wunderbare Option, wirklich ein bisschen Referenz zu haben mit Beispielen, die nicht nur theoretisch eben gezeigt werden, sondern konkret nachvollziehbar sind, so wie das eine schöne Beispiel, was du auch rausgepickt hast. Gut, vielen Dank, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei waren. Danke für die Fragen und die Beteiligung und bis zum nächsten Mal. Tim, mach's gut. Ja, mach's gut. Ciao, ciao. Macht's alle gut. Tschüss. Ciao.